Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier The Lands TV natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm trifft am 32. Spieltag in der österreichischen Tipico Bundesliga zu Hause auf den SKN St. Pölten. Pflichtsieg, Punkt. Ohne Wenn und Aber, für mich gibt es da gar keine Diskussion. Man hat zuletzt zweimal verkackt. Man war gegen Mattersburg einfach nur schlecht, hat sich gegen die Austria die Tore im Grunde selber geschossen. Und jetzt ist man in der Bringschuld. Ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass Wiedergutmachung betrieben werden muss nach wirklich schwachen Leistungen. Und jetzt ist man eben schon wieder mal mit dem Rücken so ein bisschen zur Wand. Ich will mich da wirklich nicht drauf verlassen, dass die Konkurrenz weiter so herumjödelt und eben auch weiterhin so unkonstant punktet wie wir, denn man hat selber immer noch in der Hand, wirklich da aus einer eigentlich passablen Saison, die im Grunde in Ordnung ist, eine wirklich sehr gute noch zu machen. Also da würde ich sagen, ich will auch, auch wenn es vielleicht ein bisschen utopisch schon fast klingt, bei 5 Punkten Abstand, den 2. Platz noch gar nicht abschreiben. Das kann dann auch schnell gehen, aber da müssen jetzt natürlich einfach die Punkte her. Und St. Pölten hört sich auf dem Papier natürlich leichter an, als es ist. Das haben wir am eigenen Leib schon mehrfach erfahren. Der Aufsteiger ist zwar fußballerisch jetzt keine Welttruppe, aber die haben uns schon richtig wehgetan in dieser Saison. Also bis jetzt haben wir 2-mal verloren in der Meisterschaft, dazu im Pokal, also im Cup, ausgeschieden, auch in St. Pölten. Und ist gleich das Gleiche eigentlich wie gegen Mattersburg. Das ist wirklich so ein Gegner, der stellt sich hinten rein und wir finden unfassbarerweise kein Mittel dagegen. Also abgesehen zum ersten Spiel, dass wir in St. Pölten ja gewonnen haben, 3-1, da war Sturm aber noch auf der kompletten Euphoriewelle. Das war noch beim tollen Saisonstart und das ist eben relativ verpufft jetzt alles. Und jetzt geht es eben darum, sich für Europa einfach zu qualifizieren und eben unter die ersten 3 mindestens zu kommen. Also für mich wäre heuer, muss ich wirklich sagen, nach dieser Anfangsphase, vor allem die ersten 11, 12 Runden da, wäre schon eine Enttäuschung, wenn man dann doch nur am Ende den 4. Platz holt. Also gerade eben, wenn du eine Mannschaft wie Rapid hast, die eben einmal wirklich komplett ausgelassen hat, ja, dann solltest du zumindest diesen Top-3-Platz doch noch holen, wenn man bedenkt, wie viele Punkte wir da wirklich eben auf Salzburg und so weiter da schon verloren haben. Aber okay, auf jeden Fall, gegen St. Pölten, personaltechnisch, Grazer im Tor, Spendlofer und Schulz in der Innenverteidigung, wenn alle fit natürlich sind, rechts Koch, links hinten Lykogiannis. Die verkackte Doppel-6, lasst sie einfach weg, einfach weglassen. Also, wie wäre es zum Beispiel mal mit einem 4-3-3? Aber offensiv ausgerichtet, selbstverständlich. Weil das bringt dann auch nichts, wenn du bei der 4-3-3 dann auch im Grunde 3 Sechser im Zentrum hast. Also 4-3-3 offensiv, das heißt Dzeko, der einzig Defensive in dieser Dreierkonstellation, dann im Zentrum. Keine Ahnung, wenn fit, Ovenstart daneben. Der muss jetzt auch langsam so seine Praxis bekommen. Auf der 10 Sascha Horvath oder ansonsten Barış Artık. Könnt ihr euch im Grunde aussuchen, dann der andere auf jeden Fall in der Startelf auf dem Flügel. Oder doch vielleicht Danny Allah auf die 10 und Barış Artık Solospitze, auch das immer wieder eine Möglichkeit natürlich. Ja, okay, speedtechnisch, wen haben wir denn da? Husbeck wäre da zum Beispiel einer, der recht schnell ist. Also in so einer Konstellation würde ich da doch Husbeck eher den Vorzug geben. Und Horvath auf die andere Seite eben beordern. Aber da kann man sich ein bisschen spielen. Ansonsten hat man immer noch einen Marc-André Schmerberg, obwohl Husbeck doch den Tick quirliger auf mich wirkt. Im Grunde ist es aber wirklich auch egal, wer spielt. Also es geht gar nicht mal um die Aufstellung. Es geht auch nicht drum, ob Doppel-6 oder Solo-6 oder was weiß ich oder 5-6. Es geht eher, also die Ausrichtung muss ein bisschen offensiver sein. Auf jeden Fall. Ich bin ja kein Trainer, aber auf jeden Fall muss irgendwas anderes kommen. Man darf nicht wieder wie gegen Mattersburg oder die letzten Partien gegen St. Pölten, gerade das letzte Auswärtsspiel, oh Gott, ich hatte es schon so schön verdrängt und jetzt kommt das alles wieder hoch, da wie so eine gleich wirklich da ins letzte Erinnerungskästchen da sperren und ins Meer versenken am besten. Nein, aber es geht wirklich einfach darum, St. Pölten ist ein Gegner, du musst sie einfach schlagen können. Sowieso zu Hause, aber
Die nächsten Gegner werden auch nicht leichter und es kann einfach nicht sein, dass man als Sturm Graz kein Mittel findet, um Clubs wie Mattersburg oder St. Pölten zu schlagen. Ohne Wenn und Aber. Ich war da eh ein bisschen nachsichtig, denke ich, in den letzten Nachberichten, also nach dem Mattersburg-Spiel und nach dem Austria-Spiel eben. Also, aber jetzt gibt es da kein Pardon mehr. Wenn man St. Pölten jetzt auch noch verkackt, ey, geht nicht, das wäre unzumutbar, also allein den Fans gegenüber wäre es eine einzige Frechheit. Es ist mir jetzt auch egal, ob das jetzt Druck ist, den Druck, den hat man sich auch selber zuzuschreiben. Wenn man nicht wie, keine Ahnung, wie betrunkene Amateurkicker sich die Tore gegen die Austria eingeschenkt hätte, ne? Oder gegen Mattersburg vielleicht ein bisschen was probiert hätte, neu konstellationstechnisch da auszuprobieren, ja dann wäre man jetzt wahrscheinlich nicht da, wo man jetzt steht. Ist immer noch eine gute Ausgangsposition, aber es ist schon schade, dass man innerhalb von 2 Wochen im Grunde den 2. Platz schon ad acta legen kann. Also von dem, ich erwarte mir einfach Kampf ohne Ende, dagegenhalten und natürlich Offensive, einfach Offensive. Das bringt jetzt auch nichts gegen St. Pölten irgendwie auf Abwarten zu spielen. Ganz ehrlich, wenn man sich vor St. Pölten anscheißt, kann man einpacken. Also Jungs, ich will da gar nicht mehr weiter quatschen. Scheiß auf die Werbung. Auf die Schwarzen. Ich will 3 Punkte gegen St. Pölten. Ihr schafft das. Ihr könnt das. Punkt. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Elias. Und bis dann. Gämmerburschen.